some new results coming in. Genau, es gibt eine neue Hochrechnung vom ZDF, 19:01, die so ähnlich aussieht wie die von eben. 42,5% für CDU/CSU, die SPD bei 25,9%, FDP 4,6%, hat also ein bisschen zugelegt, aber immer noch deutlich unter 5%. Die Linken 8,4%, und da ist der Abstand wirklich ein bisschen deutlicher geworden zu den Grünen, die haben nur 8,0%. Die AfD immer noch bei 4,9%. Das ist eine ziemliche Wackelpartie. Also das wird sicherlich noch ein paar Stunden dauern, bis da ein amtliches Endergebnis vorliegt wahrscheinlich. Ja, es wackelt eben an ganz vielen verschiedenen Ecken noch. Es hat ja eben, hätte ja quasi ein Sitz noch gefehlt, dann hätte Angela Merkel alleine regieren können. Und wenn die AfD doch noch reinkommt, dann sieht es wieder alles völlig anders aus. Dann sieht wieder alles völlig anders aus. Also denkbar wäre immer noch Schwarz-Grün zu machen, außer der Großen Koalition, aber es läuft ziemlich deutlich auf die Große Koalition hinaus. Okay. Aber dann sag mal, wie sieht's aus mit der Zeit? Wollt ihr mal, Lorenz? Ja, dann mach mal. Okay, Slim. Thank you very much for coming. Thank you. Thank you for inviting me. Really appreciate it. Good luck and keep on observing and let us know what happens. Okay? Thank you very much. Okay. Thank you much for coming. So, wir schalten zum Datenbericht. Genau. Wie sieht's aus? Nicht so gut aus folgendem Grund, dass ihr seht hier die Webseite vom Bundeswahlleiter und das ist der Status, von wo überhaupt Daten vorliegen. Und wo nichts vorliegt, da ist der Kreis leer. Also ihr seht, aus keinem der Bundes- und keines der Bundesländer liegen bislang überhaupt irgendwelche Daten vor. Lass mal auf den Kopf. Heißt das, dass es nicht ein einziger Wahlkreis bisher komplett ausgezählt ist, genau. Ah, aber wenn er ausgezählt ist, würde das umgehend veröffentlicht. Ein einziger in keinem Land, noch nicht mal Helgoland. Naja, ihr müsst bedenken, es gibt. Ich weiß gar nicht, ob Helgoland ein eigener Wahlkreis ist. Oh ja, ja? Stimmt. Achso, du meinst, ach so, ob sie nur einen. Genau, die gehören. Okay, ja. Ja, kann sein, weiß ich auch nicht genau. Der gehört ja irgendwo, weiß nicht, gehört Schleswig-Holstein wahrscheinlich, ne? Zu Husum. Ja, sicherlich, aber. Zu Husum. Kann Husum. Sein, dass es noch mit anderen zusammengelegt wird. Na, ich dachte, die. Wie dem auch sei, was wir mal trotzdem gemacht haben, wir haben mal vorhin Zahlen genommen und die Nichtwähler mal gezeigt, die. Wenn die quasi als Partei zählen würden, dann hätte die CDU, CSU ungefähr 30% der Stimmen, die SPD 19, Linke 6, Grüne auch und die Lichtwähler eben 27, ne? Knapp 28%. So sähe das eben aus. Also das Lilane, ganz kurz, das Lilane wäre jetzt die Nichtwähler im Vergleich, sozusagen. Die Nichtwählerpartei im Vergleich zu den Ergebnissen der Hochrechnung, wie wir sie bis jetzt kennen. Das ist sozusagen, wenn die 100% wahlberechtigt, ne? Und nicht zu verwechseln mit der Nichtwählerpartei, die es ja diesmal tatsächlich gab, oder Nein-Partei, ich weiß nicht ganz genau, wie sie sich genannt hat, aber das war so eine Idee. Und was besonders ist, denke ich, für die Wahl, wenn AfD und FDP nicht hineinkommen in den Bundestag, dann plus den sonstigen Parteien sind quasi 15-16% der gewählten Stimmen nicht im Bundestag vertreten. Das hat es in der Form, glaube ich, noch nie gegeben. Ja. Und wenn du dann noch die Nichtwähler reinrechnest, heißt es, dass von allen Wahlberechtigten eigentlich nur 60%. Das, was hier grau ist. Ja, genau, im Bundestag sozusagen überhaupt repräsentiert sind, ne? Also die Wahlberechtigten ist der ganze Kreis und wenn AfD und FDP nicht reinkommen, ist das lilane sozusagen Stimmen der Wahlberechtigten, die nicht repräsentiert werden im Bundestag. Genau. Okay. Also das Parlament wird nur von 60% der Leute, dann ist gewählt worden faktisch, die wählen dürfen. Habt ihr dazu Vergleiche zu anderen Wahlen? Ist das viel, wenig, mehr geworden? Ich glaube, es war noch nie so viel, dass über 15% oder um 15% der Stimmen nicht im Bundestag waren. Also du hast, ne, letzte Wahl ist ja, weiß nicht, da waren nur die sonstigen nicht drin sozusagen. Ne? Also es fehlen ungefähr 10% der Stimmen im Vergleich zur letzten Wahl. Dann. Okay. Und das habt ihr jetzt gemacht mit Daten, die ihr bekommen habt? Das war jetzt keine wirklich große Herausforderung. Also spannender wäre es eben, mehr Daten aus den Wahlkreisen zu haben, aber die gibt es noch nicht. Und da gibt es auch keine andere Quelle als den Bundeswahlleiter jetzt? Na, ich denke mal, dass die irgendwoher müssen ja die Hochrechnung kommen, also dass die einen Zugang zu diesen Mikrodaten haben. Wir müssen mal schauen, wie wir das jetzt einbauen, wenn jetzt in der nächsten, in unserem letzten Block dann auch keine großen Datenmengen mehr ankommen, können wir das ja vielleicht noch nachstellen. Genau. Ans Ende.
Das war es jetzt erstmal soweit. Okay, finde ich aber auch schon mal eine interessante Information. Ja, das ist doch ein erheblicher Teil, ne? Denkt man gar nicht.